Am 31. Januar, da hörte man nun wirklich schon das Geschütz, den Geschützdonner aus Richtung Zorndorf, sagte meine Mutter, jetzt passiert irgendwas, lass uns zur Sparkasse gehen und noch ein bisschen Geld abheben. Was man ja vor einer Reise ins Ungewisse tut. Und die Sparkasse, dieser schöne Hechtbau, war hinter der Wartebrücke. Wir sind am Schnee, lag ein bisschen, war geräumt. Am 31. Januar, der für Christine also auch ein Schicksalstag war, zu Fuß in die Neustadt. Ich war noch auf der linken Seite der Brücke. Und um etwa eine Stunde haben wir die ersten russischen Panzer versäumt, die dann wenig später an diesem Tag drei Panzer haben die Stadt erreicht. Es war ein vorwitziges Unternehmen. Sie wurden zum Teil von Kindern nicht abgeschossen. Aufgehalten? Ja, diese Kinder, die vielleicht hätte ich es auch machen müssen, die verblendet da irgendwas machten oder eine Panzerfaust, die überlebten das natürlich bloß um Minuten. Wir haben kein Haus mehr hier. Das Haus unser Haus, es wurde ja um Answalde fürchterlich gekämpft. Ja. Und da kam ein Panzerzug auf Schienen, ein deutscher Panzerzug, und der hat sich wirklich durchgekämpft. Durch die russische Front. Die Russen hier waren schon alle da. Drauf. Hat sich wirklich durchgekämpft. Und da waren bei uns auch die Russen schon in der Wohnung und suchten schon Uhren und alles Mögliche. Und da haben nachher wir haben es zum Schluss im Stall versteckt. Weil wir in ihrem eigenen Stall? Zwischen die ganzen Russen waren nur Oma, Opa, meine Mutter und ich. Mein Vater war ja im Krieg. Ja. Und da hat der deutsche Panzerzug sich wirklich durchgekämpft. Und da lagen den nächsten Tag an unserem Hoftor 7 oder 8 tote russische Soldaten. Und da wegen haben sie wohl unser Haus angesteckt. Mhm. Die haben gemeint, es wäre SS da drin gewesen. Mhm. Obwohl unser Haus auch mehr Leidenschaft mitgezogen war. Der eine große Giebel, der war fast rausgeschossen und alles. Und wir saßen dazwischen, wie ein kleines Häufchen Unglück. Mhm. Naja, und 6 Wochen später haben sie dann auch unseren Stall und Scheune und alles andere abgebrannt. Gleich vor der Krieg aus war, Mai 45. Da waren schon vorher hinter der Front gleich die Herden von den Gütern alle zusammengetrieben. Eine ganz große Herde, Pferde und Kühe. Und dann kam der erste Stopp kurz vor Landsberg. Ja. Da kamen wir nicht über die Warte. Da musste erst von, wie sagte man noch früher, die Holz, die Streideln, die Flöße. Eine Brücke gebaut werden, wo dann langsam das Vieh rüberkam. Wenn einer, zwei weggelaufen waren, war ganz egal, ob da Polen liefen oder was, die wurden wieder genommen. Und zwischen Hauptsache immer die Stückzahl stimmte, größeren Mädels alle, die dann noch gekocht haben. Ja. Wir hatten denn ja alles mit besorgt, auf den Gütern stand ja alles. Wir hatten Zentrifugen mit. Kühe, die wir täglich gemolken haben, fest hinter die Wagen gebunden. Die hätten wir ja gar nicht in dieser großen Herde wiedergefunden, ne, damit wir vernünftige Milch hatten. Und da wurde dann ja auch gebuttert, aber das ging von Mai bis in Oktober, da waren wir in Ostpreußen. Also ein halbes Jahr im Grunde. Ja. 4, 5 Monate. Ja. In der Weichselniederung haben wir aber bestimmt 4 Wochen gelegen, wenn nicht noch länger. Und dann wieder aufgemacht durch Ostpreußen. Na ja, der Krieg war da zu Ende. Da. Wo sollten wir hin? Wir hatten da. Bei dem einen Kommando hatten wir ja zu essen, weil die deutschen Mädels kochten. Ne? Ja. Und die haben denn die Butter, die sie gemacht haben im Sommer, die haben sie eingeschmolzen. Heiß gemacht und eingeschmolzen. Dann
hielt das ja wieder ein paar Tage. Ja. Wir hatten ja nicht überall Eis. Ich meine, die großen Güter hatten Eis, aber noch in den Eiskellern. Aber wir mussten ja immer weiter, ne? Russi z Niemiec tu z tego, przez Kościół pędzili, był z Niemiec tamtąd, stadami tu, jak był Polak mądry, bramkę otworzył i trzy krowy mu wpadły. A oni na koniach jechali i pędzili ten bydło gdzieś do Rosji chyba. No nie wiadomo gdzie, ale tu pędzili. Ale tu Polacy wódkę pędzili, konia chciał kupić, w domu nie kupił. Gdzieś na drugiej ulicy, pani dał mu ze 2 litry wódki, konia dostał od Ruski. A bo jak tu sprzedał w domu, to wziął wódkę, drugi przyszedł do domu i konia zabrał. Ruski. Ładnie ponad 2 tygodnie z Rostoku jechaliśmy do Kościnia. Tutaj na most, z tamtej strony, tam był taki zbiórka tych, co zjeżdżali się, bo tam rozmaicie na piechotkę i wózki ciągnęli takie czterokółowe, małe, nie? Ludzie ci, co wracali z Niemiec do Polski, bo nam proponowano w Rostoku, panią tam angielskie wojsko już było, nie? I proponowali nam albo tutaj do Polski, albo tam, pojedziemy na zachód, nie? W stronę Ameryki, nie? Ale matka nie chciała, Bleder nie chciał, pani, ci Polacy, co tam byli w tym PET całym, nie chcieli jechać tam do Ameryki, tylko chcieli wracać do Polski. No jechaliśmy 2 tygodnie do Kościnia. W Kościniu tutaj, przed Kościniem, to tak ja wnioskuję jak teraz, nie? Bo teraz jeżdżę tutaj też i do Manszków, do Zelów, pani tu wszędzie, do Kic, nie? To także w Kicu myśmy mieli tę całą zbiórkę tych wszystkich powracających z Niemiec, nie? No i ruskie, jako rad, bo ten most był zerwany, nie? Część mostu, do połowy prawdopodobnie było zerwane, zbombardowane, nie wiem, czy zminowane. I ruskie postawili most pontonowy. Tylko widzi pani, nie wiem, po której stronie ten most był. Nie przypominam sobie, bo tak chciałem sobie przypomnieć, czy był po lewej stronie mostu prawdziwego, czy po prawej stronie. Ale najprawdopodobniej, jak z Niemiec jechał, to był po lewej stronie, most pontonowy. I ruskie wojsko przepuszczało tak, ale pani, bardzo dużo wojska było rosyjskiego. I ruskie wojsko szło w tamtą stronę, do Niemiec, a my jechali z Niemiec w tą stronę, nie? To tak jak przeczekali, że jakaś grupa rosyjskich żołnierzy, nawet tymi doczkami, czy takimi małymi samochodami jechali, to myśmy musieli tam poczekać. Oni przyjechali, myśmy wjechali na ten most, pani. Na tym moście stała się bardzo wielka tragedia, nie stała się, ale co rusz to się działo. Nie? Bo konie nie byli przyzwyczajone na tym pontonowym moście, bo ten pontonowy most cały tak chodził, on na linach był, nie? No i z wozami, pani, do Odry wpadali. To, co było na wozach, pani, to wszystko szło do Odry. Pani, to ludzie się tylko ratowali, a to wszystko, pani, jak te konie mocno, tak jak to mówią, nie rżeli, ale ja wiem, to rozpacz tych koni, nie? Jak zaprzęgł i z wozem obładowanym, bo wóz był naładowany, myślę, tak, w każdej chwili, nie? No to jak wpadł do wody, to tak głos taki wydawał, coś potwornego, to nie jest do określenia, nie? No i przez most przejechaliśmy, to w Kostrzyniu, kiedy wyjechaliśmy, pani, to jechaliśmy tą drogą przez, bo tam te Fordy byli, nie Fordy, tylko te, jak to są te nie, jak to tam, co te przejście teragraniczne tu jest, nie? To tam rozburzyli to, bo tam było ładniejsze te Fordy, te bunkry takie, nie? To pomiędzy tymi bunkrami była tylko droga jedna przytarta i taka wąska tylko, nie? To jak ruskie wojsko jechało z tej strony, tą szosą w tamtą stronę, to trzeba zjechać go na bok, bo rozbili. A jak przestali jechać, no to w ten czas jechał. I dostaliśmy się, pani, tutaj na most, jak mówiłem, co przed tym pod to nowy most, pani, i przyjechaliśmy. To jak przyjechaliśmy już most, pani, i tutaj jechaliśmy z mostu, Warty już, nie? Bo na Warcie most był, nie był pontonowy, tylko tam, na Odrze. To pani, Kostrzyń się jeszcze tutaj palił. Ładnie ponad 2 tygodnie z Rostoku jechaliśmy do Kościnia. Tutaj na most,
z tamtej strony. Tam był taki zbiórka tych, co zjeżdżali się, bo tam rozmaicie na piechotkę i wózki ciągnęli takie czterokółowe, małe, nie? Ludzie ci, co wracali z Niemiec do Polski, bo nam proponowano w Rostoku, panią tam angielskie wojsko już było, nie? I proponowali nam albo tutaj do Polski, albo tam, pojedziemy na zachód, nie? W stronę Ameryki, nie? Ale matka nie chciała, Blader nie chciał, pani, ci Polacy, co tam byli w tym PET całym, nie chcieli jechać tam do Ameryki, tylko chcieli wracać do Polski. No jechaliśmy 2 tygodnie do Kuszczynia. W Kuszczyniu tutaj, przed Kuszczyniem, to tak ja wnioskuję jak teraz, nie? Bo teraz jeżdżę tutaj też i do Manszków, do Zelów, pani, tu wszędzie, do Kic, nie? To także w Kicu myśmy mieli tę całą zbiórkę tych wszystkich powracających z Niemiec, nie? No i ruskie, akurat, bo ten most był zerwany, nie? Część mostu, do połowy prawdopodobnie był zerwany, zbombardowany, nie wiem, czy zminowany. I ruskie postawili most pontonowy. Tylko widzi pani, nie wiem, po której stronie ten most był. Nie przypominam sobie, bo tak chciałem sobie przypomnieć, czy był po lewej stronie mostu prawdziwego, czy po prawej stronie. Ale najprawdopodobniej, jak z Niemiec jechał, to był po lewej stronie, most pontonowy. I ruskie wojsko przepuszczało tak, ale pani, bardzo dużo wojska było rosyjskiego. I ruskie wojsko szło w tamtą stronę, do Niemiec, a my jechali z Niemiec w tą stronę, nie? To tak jak przeczekali, że jakaś grupa rosyjskich żołnierzy, nawet tymi doczkami, czy takimi małymi samochodami jechali, to myśmy musieli tam poczekać. Oni przyjechali, myśmy wjechali na ten most, pani. Na tym moście stała się bardzo wielka tragedia, nie stała się, ale co rusz to się działo, nie? Bo konie nie byli przyzwyczajone na tym pontonowym moście, bo ten pontonowy most cały tak chodził, on na linach był, nie? No i z wozami, pani, do Odry wpadali. To, co było na wozach, pani, to wszystko szło do Odry. Pani, to ludzie się tylko ratowali, a to wszystko, pani, jak te konie mocno, tak jak to mówią, nie rżeli, ale ja wiem, to rozpacz tych koni, nie? Jak zaprzęgł i z wozem obładowanym, bo wóz był naładowany, każdej chwili, nie? No to jak wpadł do wody, to tak głos taki wydawał, coś potwornego, to nie jest do określenia, nie? No i przez most przejechaliśmy, to w Kostrzyniu, kiedy wyjechaliśmy, pani, to jechaliśmy tą drogą, przez, bo tam te Fordy byli, nie Fordy, tylko te, jak to są, jak to tam, co te przejście teragraniczne tu jest, nie? To tam rozburzyli to, bo tam było ładniejsze te Fordy, te bunkry takie, nie? To pomiędzy tymi bunkrami była tylko droga jedna przytarta i taka wąska tylko, nie? To jak ruskie wojsko jechało z tej strony, tą szosą w tamtą stronę, to trzeba zjechać go na bok, bo rozbili. A jak przestali jechać, no to w ten czas jechało. I dostaliśmy się, pani, tutaj na most, jak mówiłem, co przez ten ton, pod tonowy most, pani, i przyjechaliśmy. To jak przyjechaliśmy już most, pani, i tutaj jechaliśmy z mostu, Warty już, nie? Bo na Warcie most był, nie był pontonowy, tylko tam na Odrze. To pani, Kostrzyń się jeszcze tutaj palił. To w skrzyżu polskie władze ludowe podstawili, bo strasznie dużo ludzi się zebrało w krzyżu, nie? Bo tymi nawet ruskimi transportami przyjeżdżali, jak ruskie jechali w tamtą stronę. To już wieźli trafieni z Niemiec, nie? To jak gdzieś jakiś wagon późniejszy był, to wsadzali te rodziny i przywodzili, ale tylko do krzyża. W krzyżu wysiadali, w krzyżu, jak mówiłem, Polska Ludowa, już pani ta władza ludowa, organizowała transport, żeby nie te konie już zabierali tam, pani, trzeba było oddać w krzyżu, już dalej nie można było jechać, bo to już niby porządek był polski, jak to mówią, nie? Już władza powstała, pani, tego. No i podstawili transport, pani. No i także do transportu, tam duży ten transport był. No i tak jechali przez Łódź, pamiętam, przez Łódź, Warszawę i do Zamościa, do Lublina. I myśmy dojechali tym transportem aż do Zamościa. I w Zamościu, no już rodzina tam była, bo tam ojca rodzinne strony były, nie? I ojciec tam ziemię miał jeszcze w Lublinie.
Nie? No i kiedy myśmy dojechali już na to miejsce, tam na miejsce, bo tam to się wozy wynajęły, bo tam no, samochodów tak nie było jak teraz transport, że można było samochód nająć, taksówkę i pojechać sobie, nie? To trzeba wyjść do gospodarza, poprosić, żeby podwiózł, nie? Bo tam jakby, bo troszeczkę tam matka miała, no matka, myśmy mieli tam, no, no na tym, w tym bagażu jakieś walizkę, tam coś tego, jakieś torby, coś tego, no to jakaś dekotaszy z rękami było, nie było możliwe. No i także jak podjechaliśmy tam, ale na ojcowej ziemi, pani, na własności ojca, ojca, siostry, syn wybudował się. To musiał się budować podczas okupacji, bo kiedy myśmy wrócili z Niemiec, to już mieszkanie było zagospodarowane, ziemia ta ojca była. Naja, gut, Dampferstadt. Und da wohnten wir. Da bin ich geboren und habe die Dampferstadt am 7. Februar 1945 verlassen. Und zwar 2 Stunden, bevor die Wohnung von einer Granate zerstört wurde. Ein Granatvolltreffer. Und es war ein reiner Zufall. Mein Vater rief mich an über die Dienstleitung. Wir hatten einen Dienstapparat da drüben, so einen noch mit Kurbel. Der war auf der anderen Seite der Oder. Auf der anderen Seite der Oder, ja, ja. Und ja, ich bin einfach da geblieben. Meine Mutter und der Bruder, die waren schon weg. Sagen wir vielleicht nachher noch etwas. Ja, und da rief Vater an und sagt, du kommst schnell rüber hier. Er war ja im Hauptpostamt. Der Russe ist schon bis zum alten Wasserturm. Das ist da hinten bei Neuberesinchen. War ein bisschen übertrieben, also ganz so weit noch nicht. Aber nur für ein paar Tage. Er war Fernmelder, er wusste immer sehr viel. Er hatte den Ohr am Draht, nicht? Musste natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein und nicht aus der Schule plaudern, denn mithören war verboten, nicht? Aber es hat ja keiner aufgepasst und das haben die Kollegen alle gemacht. Also er wusste, bevor der Wehrmachtsbericht, der kam sowieso immer 2 Tage später, da wusste er schon, was vorne an der Front da passiert, nicht? Aber er hat mit uns eigentlich, was er mit meiner Mutter darüber gesprochen hat, weiß ich nicht, aber ich habe da nichts erfahren. Wir nahmen alles so, naja, Sie müssen bedenken, ich war also 15, 16 Jahre über den Krieg natürlich aufgewachsen und ab 12. Lebensjahr ungefähr, ab 11., 12. Lebensjahr, dann beobachtet man dann intensiver und da bleibt dann auch etwas haften, nicht? Wir sind ja hineingewachsen in diese Situation. Meine Mutter ging am 3. Februar weg. Da hatte mein Vater organisiert, dass sie in einem Wehrmachtsomnibus nach Brandenburg an der Havel fahren konnte mit dem Bruder und ich blieb da. Das hat er auch wohlweislich gemacht. Erstmal die Frau erstmal unterbringen irgendwo und den Joachim behält sie hier, der kann dann einen reitenden Boten machen. Hin und her, nicht? Mal zur Mutter. Ja, mal zur Mutter fahren. Vater blieb ja im Hauptpostamt, nicht? Ja. Er unterstand ja dann der Festungskommandantur, nicht? Also nicht mehr der Reichspost, als Reichspostangehöriger. Dann schlief ich dann im Postamt, im Keller. Das war dann sicher einigermaßen. Auf Strohsäcken, so hatten wir uns einquartiert. Aber man musste sich ja dann Essen beschaffen irgendwie, nicht? Irgendwo, ja, egal wie. Gab ja auch, die Gaststätten hatten noch offen und so, gab es ja einfaches Essen, nicht? Erbsensuppe oder so. Oder der Fleisch hatte auch offen, konnte man. Geschossen wurde mit Granaten, also Artillerie, zu bestimmten Zeiten. Das war so ein Ritus bei den Armeen. Egal welche, ob das die Rote Armee oder die Wehrmacht war oder auch die Engländer, Amerikaner, immer zu bestimmten Zeiten. Da haben die mal einen Schuss abgegeben, so einfach ins Leere hinein, irgendwo, nicht gezielt. Man konnte ja natürlich auch gezielt schießen, war möglich. Die Russen drüben hatten ja gute Aussichtspunkte, konnten also in die Stadt hineinsehen. Da gab es dann in der Stadt solche Tarnnetze, damit die Sicht eingeschränkt war. Und vorher standen immer Schilder dran, Kolonnen im Abstand von, weiß ich nicht, 50 Meter fahren, Feindeinsicht. Nicht? Und das heißt also, wenn da Bewegung war und so gezielte Bewegung, dann haben die auch gezielt geschossen. Ja, und sagten wir dazu, oder sag mal, es ist Soldatenjargon, die diensthabenden Batterien tauschen ihre Grüße aus.
Also wenn der da mal geschossen hat, dann kam die Antwort natürlich zurück. Wir sind auch noch hier, so ungefähr nach der Devise. Aber es kam auch zu x-beliebigem Zeitpunkt irgendwann aus heiterem Himmel eine Werfergranate. Nun sind sie, ist immer schlecht mit Frauen darüber zu sprechen. Die jungen Burschen wissen das halt auch nicht. Die kennen alle die Sänger rauf und runter. Aber naja, das andere schon weniger. Ein Granatwerfer, das ist eigentlich so ein Rohr. Das steht unten auf der Erde auf einer Platte, damit es nicht einsinkt. Kann man flacher stellen, kann man steiler stellen. Wenn man das genau 90 Grad stellt, dann kommt die Granate wieder zurück und geht ins Rohr rein. Ne? Übertrieben. Das kann man nicht machen, dann kriegt man die Granate selber auf den Kopf. Nicht? Also einen bestimmten Winkel muss man schon haben. Aber man hat dadurch, und dann die Pulvermasse, die in solcher Wurst unten rumgebunden sah aus wie eine Erbswurst, haben wir immer dazu gesagt. Das könnten zwei sein, das kann eine sein. Wenn eine drum war, dann flog die Granate nicht so hoch. Wenn drei drum waren, dann flog sie weiter. Also bis zu 6 Kilometer konnte man da schießen. Und diese Granaten, die haben hinten so einen Flügelschaft, damit sie stabilisiert sind. Und die hatten ganz eigenartiges Geräusch. Wenn die in der Luft war, die hörte man, dann flatterte das, dann machte das, dann kam das Ding an. Und irgendwo explodiert es ja jetzt. Und ja, da hatte ich einmal Glück, also ich bin abgelenkt worden durch einen Soldaten, der hatte mich etwas gefragt. Dann habe ich gesagt, ach wissen Sie, ich das alles lang und breit erzähle, ich komme mit Ihnen mit bis zu der Straßenecke, ich zeige Ihnen das. Und da sind wir so lang gegangen, er mit dem Pferdewagen, ich zu Fuß. Und als wir so 30, 40 Meter weg waren, in der Richtung, wo ich gehen wollte, schlug die Granate ein. Aber da hätte ich die ganzen Splitter in den Po hinten reingekriegt. Nicht? Die Splitter waren nicht sehr groß, aber es war unangenehm. Das hat ja, man konnte nicht mehr sitzen dann. Nicht? Konnte noch schlimmer sein. Ich bin, ich glaube, dreimal noch nach Frankfurt zurückgekommen. Also nach Brandenburg-Havel einmal gefahren. Ich wusste ja, wo Mutter da war. Und Mutter hat mich natürlich nach einigen Tagen gleich wieder zurückgeschickt. Ich musste ja Meldung abgeben in Frankfurt, wie es ihr geht. Vater hatte immer Schwierigkeiten, mich aus der Stadt rauszubringen. Weil ja auf diesem Bahnhof dort Posten standen. Man sagt immer diese Kettenhunde, also das ist die Militärpolizei gewesen, ja. Aber auch andere, die kontrolliert haben. Ich war 16 Jahre, durfte eigentlich die Stadt nicht mehr verlassen. Er hat aber komischerweise immer einen Schein, den er im Bedarfsfalle einmal vorzeigen konnte. Und ich konnte dann passieren, ich durfte dann einsteigen. Ja. Der Festungscharakter der Stadt war dann aufgehoben. Das ist eigentlich einer der seltenen Befehle von Hitler, wo er mal was anderes gemacht hat. Er wollte unbedingt, es waren ja immerhin so ungefähr 15.000 Soldaten, also etwa eine Division in der Stadt. Es waren nicht die besten, weil sehr viel Volkssturm drunter war, aus dem Aufgebot Nummer 1, also die noch kriegsverwendungsfähig waren. Und naja, viele Urlauber und Chinesen und so weiter, also nicht besonders kampfkräftig, aber 15.000 Leute sind 15.000 Leute. Und die sind dann in der Nacht zum 23. April kampflos aus der Stadt abgezogen. Und der Russe in der Nacht zum 23. ist richtig. Und am 23. früh um 5 rückte dann der Russe ein, kampflos. Es hat in Frankfurt keine Straßenkämpfe gegeben. Das war Februar 45. Mhm. Und die meisten sind ja schon nach Weihnachten ziemlich abgehauen. Und mein Großvater, der war bei der Reichsbahn beschäftigt. Also die haben da auch ein Lastwagen gestellt. Die hätten uns mit rausgebracht. Nicht? Nur dadurch, dass mein Großvater das Haus da hatte, wollten die Großeltern eben nicht weg. Nicht? Naja, und dadurch, mein Vater war eingezogen, der war in Russland. Allerdings war er schon vermisst, der ist im Juli 1944 ist er vermisst worden. Und naja, und wie gesagt, meine Mutter und ich, wir sind dann losgegangen, haben diesen Offizier dann da getroffen. Und dann fing so ein Trommelfeuer an. Also mussten wir Deckung suchen. Da sind wir zu einer bekannten Familie, die hausten auch im Keller. Da sind wir dann hin und wollten das abwarten.
Und als das zu Ende war, sind wir dann zurückgegangen. Da haben wir dann nur eine große Staubwolke gesehen. Da hat die deutsche Artillerie zu kurz geschossen und hat uns einen Dachstuhl, in unseren Dachstuhl rein. Naja, und dann kam diese bekannte Familie, die wohnten so schräg über von uns. Die kamen dann zu uns und dann haben die sich unterhalten im Garten. Und auf einmal tauchte eben dieser Unteroffizier auf und sagte, mein Gott, was macht ihr denn ja noch hier? Und dann erzählte er, dass sie Dörfer zurückerobert hatten und was die Russen da allerhand anstellen. Naja, und war von der bekannten Familie, die hatten noch eine Tochter, die war damals so 20, haben sie natürlich Angst gekriegt und da sagte der, meine Mutter wohnt in Breslau in der Hermann-Göring-Straße, wir gehen da rein. Naja, und dann haben sie gepackt. Und dann sind wir losgezogen. Nur Betten hatten wir mitgenommen, Betten und Geschirr und Kochtöpfe und was man so hatte und Sachen eben. Und das Haus wurde aufgelassen. Wir hatten ja, mein Großvater hatte 40 Kaninchen, nicht? Die waren ja da noch gefüttert und naja, die werden die Russen natürlich aufgefressen haben. Ne? Hühner und was wir alles hatten noch. Und das andere, die Möbel, das alles, das war ja im Haus. Nicht? Das war nachts. Ja. Aber nach Breslau rein, wie viele Kilometer werden das gewesen sein? Vielleicht 2 oder 3 bis da zur Stadtgrenze. Ja. Also das war ja nicht weit. Naja, und dann haben wir dann, die erste Nacht haben wir noch oben gewohnt. Die Wohnungen waren ja frei. Nicht, die waren ja, weil alles schon weg war. Denn die Leute, die in den Häusern geblieben sind, die wohnten ja im Keller. Und dann haben wir da oben noch, wie gesagt, eine Nacht geschlafen und die nächste sind wir dann runter in den Keller gezogen. Am 27. März 1945 sind allein auf Kiez über 30.000 Schuss Artilleriemunition runtergegangen. Meine Mutter, die ist ja immer noch, die mussten alle nach Kiez rein, hier in Haredorn war eine Gaststätte mit Möglichkeiten, die mussten sie alle hin. Und meine Mutter ist jeden Tag in Chausseegraben lang gegangen, hat hier drinnen noch genäht, hat das Vieh noch versorgt und die ist dann in einem Tag, ich weiß noch nicht welchen, hat sie was erzählt, da waren die Russen schon auf dem Friedhof Chausseegraben zurückgekrochen in Kiez rein. Meine Eltern, also meine Mutter und die Geschwister, Vater war ja in Dänemark, die sind mit dem letzten Treck, der aus Kiez ging, raus über Bleien, Kuhbrücke nach Gorjas raus. Und das war am 22. März 1945 der letzte Treck, der von Zivilisten aus Küstrin rausgegangen ist. Und die hatten insofern Glück, der 22. März war ja der Tag der Roten Armee. Und die Russen waren alle im Jum. Und als sie in Golzow waren, da haben die Russen mit dem Reich, was los war, haben da hier geschossen mit Artilleriemunition. Und dann ging das ja zum Ende, Kriegsende, da gerade, wo sie denn, wo ich Ihnen vorhin schon erzählt habe, dass sie denn so ein gesoffen haben und Rabatt gemacht, Boina kaputt und alles, die Russen. Und auf der, wo mein Vater da, wo die gearbeitet haben bei dem Viehzeug. Und dann haben die gesagt, Mensch, die müssen in Berlin sein. Die feiern hier und saufen hier, die Russen. Wir müssen machen, dass wir wegkommen. Und dann sind die heimlich gekommen. Und dann haben wir rasch unseren Handwaren gepackt und dann sind wir abgehauen. Wollten wir dann nach Hause. Bei Dunkelheit. Ja, und dann sind wir dann noch nach Hause gekommen, da unterwegs hat uns dann keiner mehr angehalten. Und dann sind wir eben nach Hause, ja. Naja. Sie haben gesagt, da war ein Bäcker bei Ihnen dann im... Ja, sind wir nach Hause und da war auf unserem Hof, hatten wir so einen schönen Backofen da. Und da haben wir ja auch selber
so schön gebacken immer. Und da sind die, das hat ihr gut gefallen, die Russen. Und da ist im Backe, im Bäcker da geblieben und hat da gebacken. Und als wir kommen, da staunt er, dass wir da ankommen. Und dann hat er uns ein Brot geschenkt. Und mein Bruder war ja noch so klein. Und dann hat er gesagt, ja, morgen sind wir auch weg, hat er dann so verdolmetscht. Also dann ziehen sie auch weg, weil ja nur der Krieg dann zu Ende ist. Sicher, und deswegen ist er dann auch dann weg. Und wir konnten den anderen Tag zurück auf unseren Hof. Da lagen die Betten und alles lagen im Keller und das alles so durcheinander gewühlt und kaputt gemacht. Die haben dann auch geheizt da für den Backofen sicher und haben das alles verbrannt, was so kaputt ging. Und haben wir den 15. April, 14., 15., 16. April mittags, also früh ging es los, um 3:30, 4:00 fing es an, Stalinorgel. Also die Stalinorgel kannten wir ja schon vom Geräusch her, aber jetzt wurde sie doch, kam sie immer näher. Und nun wurde es ganz brenzlig. Nun haben wir wirklich dann so Angst gehabt, dass wir gesagt haben, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Wir waren, die Sirenen gingen, wir sind hier im Keller gewesen, im Haus, und haben in den Keller gesessen. Der Keller ist sehr klein. Mein Vater hatte aber vorher alles abgestützt mit Akazienstiele, dass das Gewölbe nicht einbricht, wenn wirklich das Haus irgendwie kaputt gehen sollte, dass dann durch die Akazienstiele das Gewölbe stehen bleibt. Weil die sehr stabil sind. Die waren sehr stabil. Dann hat er dafür gesorgt, dass wir Patschen im Keller hatten. Das heißt, Patschen war ein Schrubber mit einem nassen Lappen. Dass man, wenn Steinstaub entsteht, dass man das schnellstens beseitigen kann mit diesen Patschen, die nass waren. Wir hatten auch den Vorteil, dass wir noch Wasser im Keller hatten und Wasser lief auch noch. Aber wir haben wirklich die Situation erlebt, dass wir die Patschen brauchten. Denn es fiel hinter hier unserem Stall. Ein Granateinschlag war da. Da hat sich, wir saßen im Keller, unsere Mutti hat uns im Arm genommen, also weil es so schlimm war, in den Arm genommen und der Steinstaub war so, wir konnten ja gar nicht mehr schreien, war ja alles trocken. Und da hebte sich dieses Haus ein paar Zentimeter, empfindet man so, an und senkte sich wieder. Und wir dachten natürlich, das Haus ist weg. Als wir rauskamen aus dem Keller, war dann auch ganz hell hier und wir dachten, naja, aber das Haus stand, aber der Stall war völlig abgedeckt und kaputt. So, und als wir nun rauskamen, nun wollten wir als Kinder natürlich sehen, ob unsere Treibhäuser noch stehen. Und wir rannten nun nach hinten, meine Schwester und ich, und wollten die Granattrichter uns angucken. Und in dem Moment kam aber schon wieder die Tiefflieger. Und wir hatten hier als damals Franzosen, die haben hier gearbeitet, waren Gefangene. Und wir hatten hier zwei im Haus, die haben hier geholfen. Und der eine, der war so was von ängstlich, der hat gezittert, der saß in Unterhosen im Keller, der hat geweint. Inzwischen war er natürlich dann angezogen, kam mal raus, hat gesehen, wir sind da hinten im Garten, da ist er hingekommen, hat uns unter den Arm genommen und wieder in den Keller geschleppt. Vor Angst, weil uns was passiert eventuell.